Udo Gerhard Lindenberg, geboren am 17. Mai 1946 in Gronau, Westfalen, ist ein berühmter deutscher Rockmusiker, Schriftsteller und Künstler. Er begann seine Karriere Ende der 1960er Jahre als Schlagzeuger für Bands und Musiker wie City Preachers und Peter Herbolzheimer. In den frühen 1970er Jahren konzentrierte sich Lindenberg auf das Singen und Komponieren eigener Lieder und wurde einer der ersten Rockmusiker, der Texte auf Deutsch vortrug, was zum Durchbruch der gesprochenen Rockmusik in Westdeutschland beitrug. Lindenberg entwickelte sich zu einer führenden und einflussreichen Persönlichkeit der deutschen Musik, seine Aufnahmen erreichten oft Goldstatus. Zu seinen bekanntesten Werken zählen, Alles klar auf der Andrea Doria? Cello? Wozu sind Kriege da? Sonderzug nach Panko? Horizont? Ich lieb dich überhaupt nicht mehr, ein Herz kann man nicht reparieren? Und, wenn du durchhängst? Insbesondere sein 34. Studioalbum Stark wie zwei, führte 2008 die deutschen Charts an, und der Song, Komet, mit Apache 207 war 21 Wochen lang an der Spitze der Charts und wurde zum am häufigsten gecharterten Song seit der Einführung der wöchentlichen Singlecharts im Jahr 1971. In den 1980er Jahren widmete sich Lindenberg neben seiner musikalischen Arbeit auch dem Thema der innerdeutschen Beziehungen. Trotz aller Bemühungen durfte er mit dem Panikorchester in der DDR nicht auftreten, mit Ausnahme eines betreuten Auftritts 1983 im Palast der Republik in Ostberlin. Ein berühmter Geschenkaustausch fand 1987 statt, als Lindenberg Erich Honecker eine Lederjacke schickte und dafür einen Schal erhielt. Seit den 1990er Jahren tritt Lindenberg auch als Maler in Erscheinung. Der ersten Ausstellung im Jahr 1996 folgten zahlreiche weitere, darunter 2005 die Ausstellung mit dem Titel Keine Panik. Udo Lindenbergs Bunte Republik im Haus der Geschichte in Bonn. Sein Werk erfreut sich immer größerer Aufmerksamkeit und befindet sich derzeit im Bundeskanzleramt in Berlin. Im Jahr 2010 gab das Bundesfinanzministerium zwei von ihm gestaltete Sonderbriefmarken heraus. Auch im Alter von 78 Jahren hat Udo Lindenberg noch mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, vor allem gesundheitlich und unter dem Druck einer jahrzehntelangen Karriere. Seine Freundin Tine Acke erzählte, dass Lindenberg ein leidenschaftlicher und engagierter Mann sei der sein Leben immer für Musik und Kunst gelebt habe. Sie hatten eine tiefe Beziehung und Acke respektierte und unterstützte seine Entscheidungen stets. Lindenbergs größte Freude gilt der Musik und der Kunst. Seine konstanten Leistungen und seine Kreativität helfen ihm, Glück und Zufriedenheit zu finden. Allerdings erlebte er auch große Misserfolge und Trauer, darunter Alben, die nicht so erfolgreich waren wie erwartet, und persönliche Beziehungen, die in die Brüche gingen. Obwohl Lindenberg eine langjährige Beziehung mit Tine Acke hat, hat er derzeit keine Pläne zu heiraten. Er sagte einmal, dass die Ehe nicht notwendig sei, um die Liebe und Verbundenheit zwischen zwei Menschen zu beweisen. Für ihn ist es das Wichtigste, neben der Person zu leben, die er liebt und weiterhin zur Kunst beizutragen. Udo Lindenbergs Karriere und Leben ist eine inspirierende und farbenfrohe Reise. Er verbreitet seine Leidenschaft und Liebe zur Musik und hinterlässt dabei einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans. Geschichten über sein Leben und seine Karriere sind der lebende Beweis für seinen unerschütterlichen Geist und seine ständige Kreativität. Udo Lindenberg ist nicht nur ein Künstler mit einer glänzenden Karriere, sondern auch ein Symbol für Innovation und Menschlichkeit in der deutschen Musik. Er nutzte seine Musik immer, um starke Botschaften des Friedens, der Liebe und der Einheit zu vermitteln. Songs wie Wozu sind Kriege da? sind zu ikonischen Liedern geworden die ein Ende von Krieg und Konflikten fordern und seine humanitären Ansichten klar zum Ausdruck bringen. Eine der großen Traurigkeiten in Lindenbergs Leben war es, dass er in der DDR nicht so auftreten konnte, wie er es sich gewünscht hatte. Trotz seiner großen Bemühungen und berühmten Treffen und Austausche mit ostdeutschen Führern konnte er nur eine streng überwachte Show abliefern. Dieses Ereignis löste in ihm großes Bedauern aus, motivierte ihn aber auch dazu, mit seiner Musik weiterhin einen Beitrag für Freiheit und Menschenrechte zu leisten und zu kämpfen. Lindenberg hat schon immer ein buntes und pulsierendes Leben geführt. Er gibt regelmäßig große Konzerte und lockt Tausende von Fans an. Seine Auftritte sind nicht nur Musikveranstaltungen, sondern auch kulturelle Festivals, bei denen Menschen zusammenkommen, um die Freude und den Geist der Musik zu teilen. Seine Freude und sein Glück entstehen dadurch, dass er sein Publikum glücklich sieht und die Musik genießt, die er kreiert. Obwohl Udo Lindenberg eine tiefe und starke Beziehung zu Tine Acke pflegt, ist er immer noch der Ansicht, dass man nicht heiraten muss, um die Liebe zu beweisen. Acke, seine Freundin, sagte einmal, dass Udo ein leidenschaftlicher und kreativer Mann sei, der immer auf der Suche nach Möglichkeiten sei, sich und seine Musik zu erneuern. Ihre Beziehung basierte auf gegenseitigem Respekt und Unterstützung und Acke war sowohl in Zeiten der Freude als auch in Zeiten der Herausforderung immer an seiner. Seite. Have done a lot of the initial groundwork and are moving uh, towards that, but that to me is a framework for value creation that helps you have a recurring impact, which helps you get recurring revenue. So th that's that's how we explain it, and that's how we build it out. Fair enough. And I <clears throat> I remember the, the the visual that comes to mind. I like it a lot. Is you talked about you know we do all this value creation up front and then static, and then and then the <laughs> customer always says, "What'd you do for me lately?" Right? Month eleven comes around. What'd you do for me lately? Versus uh we should be thinking more of a stair step. And, and our customer success, I think I shared with you when we were in San Francisco together, our first go-to market hire is a customer success leader. Because luckily I do have some sales skills so I can help fill in that front end. But you know, we have seen and we're seeing when we invest in customer success. We see extreme, extremely high customer retention, very high customer referrals. So our pipeline starting to get filled by customer referrals. Yeah. That's one question though that I we, we touched on, but we didn't we did uh nail. I want to dig a little bit more into it are there things that we should be doing if we assume that we've, we're, we're doing a great job taking care of our customer recurring value which leads to recurring revenue how do we operationalize customer referral programs and getting them to help build that flywheel of pipeline so it has to do with that the value creation and what you're talking about is plateaus versus stair steps and what most companies do is they have a plateau methodology for value creation there's an onboarding phase where there's not much value because you're getting people on board are there in like an integration phase or whatever but then there's onboarding where you're getting cust your customers into the platform, users into the platform. Yep. And that's when value creation kind of skyrockets. But then what happens is it levels out because once you get everybody in and you get this solution deployed, everybody takes a deep uh, breath and a, lets out a long sigh. And then they just kind of hope things keep going. And they start fighting like the users leading the, the platform battle. They start, you know, you got tickets and support issues and feature deficits that, you know, nobody was able to identify in the sales cycle. And you have to deal with all that. But then, as the what happens though is humans get used to stuff and they quit attributing the value you've created to your platform because they get used to it. Versus a stair step approach says, let's just take these little moments of impact and sprinkling them in and do instead of like shoving the elephant down the throat of the customer and trying to do everything in the beginning on an onboarding phase, let's just do a little bit and constantly do more moments of impact, which is more and more value. And so what happens is is each time you do a moment of impact, you have to communicate that to the customer because you know how they say if a tree falls in the forest it might not make a sound well if a customer doesn't acknowledge the value you create you actually didn't create value even if the numbers say you did they have to acknowledge it and so in, when you do a moment of impact you get them to acknowledge that they've done the value and when people acknowledge value that's a, a chance for exchange we can get you more value if you do this and that might be a referral that might be adding more more licenses or expansion or whatever it is but like you want to get in a rhythm of I got my moment of impact on deploying. I deploy that there. I get them to acknowledge the value. When you acknowledge value, there should be a commercial exchange. That could be a, the next MOI. It could be a referral. It could be a C